Der Respekt spielt eine große Rolle, die wertschätzende Kommunikation und zu gucken, dass man mit den Kindern gemeinsam und nicht an den Kindern vorbei regiert als Pädagoge und Pädagogin. Als erstes braucht man natürlich Personal, man braucht gutes Personal und man braucht auch eine gewisse Anzahl an Personal. Wenn das Personal so begrenzt ist, dann kann man nicht, dann ist es ganz schwierig, inklusiv zu arbeiten oder eine Differenzierung zu machen. Dieses Personal muss auch sehr gut geschult sein und braucht eine sehr gute Ausbildung. Und dann muss man natürlich die Kinder sehen, die vor einem sind, und die Kinder beobachten und Zeit mit den Kindern haben und dann an gewisse individuelle Lernpläne für die Kinder zusammenstellen. Und dann zu gucken, wie kann ich das, und da muss man sehr kreativ und intelligent und motiviert und engagiert sein, wie kann ich das jetzt wieder verbinden und dann gemeinsam für ein gemeinsames Ziel hinzusteuern und hinzuarbeiten. Also Inklusion findet in der Gruppe statt. Für was will ich jemanden inkludieren in irgendeinem Einzelraum, in irgendeinem Therapiezentrum? Also mag auch seine Berechtigung haben, aber wenn ich sage, es ist eine inklusive Gruppe, dann kann ich den nicht aus der Gruppe rausnehmen in dieser Sekunde. Da muss man auch gucken, wie kann man das gemeinsam machen, welche Rahmenbedingungen muss ich schaffen, wie sehen diese Rahmenbedingungen aus und wie können wir das gemeinsam machen. Ja, natürlich. Also wenn man sehr reflektiert ist, dann lernen auch alle Pädagogen, alle Beteiligten, alle Eltern und Bezugspersonen. Das ganze Leben ist natürlich auch die Mission der BCS ist lebenslanges Lernen. Also wer offen ist dafür zu lernen, der lernt in diesen Situationen, in allen Situationen. Besonders aus Berlin-Mitte. Wenn ich mit den Kindern von Mitte dann hierher komme, da geht es darum, auch mal Freiräume zu geben. Es ist ungemein beengt. Überall, es steht ein Haus. Die Kinder können kaum mal 10 Meter rennen, ohne dass ich rufe, stopp, nicht über die Straße, nicht das, nicht hier, nicht da. Aber hier in der Natur kann man erstmal auch mal sich selber sein und sich auch ganz anders erleben. Und das gibt natürlich dann auch wieder die Chance auf einen ganz anderen Lernraum. Es gibt eine Chance auf ein ganz anderes Zusammensein und ein ganz anderes Lernen.